Hallo und herzlich willkommen wieder beim Hypnotalk hier auf der Jahrestagung der Milton Erickson Gesellschaft in Kassel 2023. Hypnotalk gemeinsam veranstaltet von Karl Auer und der Milton Erickson Gesellschaft. Und mein Gast ist Matthias Honschuh. Hallo. Hallo. Ich freue mich, dass du da bist. Matthias. Mhm. Vielleicht ist es ganz interessant zu sagen, wir sind beide noch am gleichen Tag geboren, am 8. Oktober. Mhm. Schauen wir mal, wie viel Post wir jetzt kriegen. Gestern gab es ja auch die Situation an der Bar, wo drei Matthias genau die einzigen Männer in der Nähe waren und einer von uns wurde gerufen, alle drei. Ja, genau. Matthias, mhm. Honschuh, du bist Musiker in erster Linie, aber Komponist. Ja. Ja? Und dein Schwerpunktgebiet ist Filmmusik und Hörspielmusik. Mhm. Ja. Und du bist hier mit einem Vortrag gewesen und immer noch da, zu deinem Schwerpunktthema auf einer Tagung der Milton Erickson Gesellschaft zum Thema Angst. Ja. Wie hast du das erlebt, sozusagen von deiner Professionalität her da eingeladen zu sein? Und wie siehst du den Beitrag eines Film- und Hörspielkomponisten zum Thema Angst? Mhm. Also vielleicht sollte ich kurz ein bisschen ergänzen, dass ich im Hauptberuf Komponist bin, das stimmt. Ja. Ich habe aber 15 Jahre lang einen internationalen Fachkongress mit aufgebaut zum Thema Musik in den Medien. Habe insofern auch sehr viel mit anderen Kollegen in intensivsten Austausch gehabt. Ja. Und außerdem bin ich studierter Musikwissenschaftler auch und, und zwar mit Schwerpunkt Musikpsychologie. Und das ist so ein bisschen die Perspektive, die ich insgesamt vereine. Ich versuche immer, Musik tendenziell aus der Sicht der Musikpsychologie als menschliches Handeln zu verstehen und als kommunikatives Handeln. Mhm. Und im Film ist Musik oft nötig, um uns Zugänge zu ermöglichen und um Abstand zu gestalten oder aber eben das Gegenteil, Immersion, wie man heute so sagt, also das Reinziehen, das Verschmelzen zu ermöglichen. Und das hat, glaube ich, sehr viel mit dem zu tun, was hier Gegenstand ist. Also ich würde nicht behaupten, das sei unbedingt per se hypnotisch, aber ich glaube, da gibt es große strukturelle Ähnlichkeiten. Das ist mir auch einfach an diesen drei Tagen jetzt dieses Kongresses intensivst aufgefallen, dass es große Deckungsgleichheiten gibt, die total unterschiedlich beschrieben werden in den Phänomenen. Mhm. Ja, und das Thema Angst ist eines, was mich, oder ehrlich gesagt eher das Thema Trauma, das ist ja so ein bisschen mein Zugang gewesen, ist eins, was mich als Komponist immer wieder eingeholt hat. Es sind einfach über Jahre ununterbrochen Projekte zu mir gekommen, wo es ums Sterben ging, ums Abschied nehmen, aber eben auch um Krieg und Ohnmachtserfahrungen. Und ich muss als Komponist dann immer in eine Haltung dazu gehen. Ich muss das erstmal verstehen. Mhm. Also das, was den ProtagonistInnen in der Filmwelt geschieht, das, was damit erzählt werden soll durch die anderen, die den Film gestalten und vielleicht auch insgesamt verantworten. Und dann ist meine Aufgabe als Komponist halt, quasi mit den Ohren des Publikums zu hören, das ich aber nicht kenne. Und da noch eine dritte Ebene von Empathie reinzuziehen und dann eine Übersetzungsleistung zu bringen. Und das ist ein Thema, ein Gegenstand, ein Komplex von Themen, das hat mich in den letzten 20 Jahren intensiv begleitet und beschäftigt. Und irgendwie hat sich das ergeben, dass ich im Gespräch mit Kolleginnen von euch einfach immer wieder darüber berichtet habe. Und dann irgendwann stand die Frage im Raum, wäre das nicht mal auch was für unseren Kongress? Wie ist es angekommen? Wie erlebst du den Austausch mit den Leuten sozusagen? Das ist ja nochmal eine ganz andere Perspektive. Ja. Jeder kennt Filmmusik, jeder hat es schon gehört, jeder liebt seine oder hasst seine Filmmusik. Ja. Aber das ist eine ganz andere professionelle Perspektive, die dahinter steht. Naja, interessanterweise ist das eben so, dass du sagst das jetzt so, jeder kennt Filmmusik, jeder liebt oder hasst Filmmusik. Tatsächlich ist es so, dass viele Leute wissen, dass es das gibt, aber es eben nicht kennen. Also man kennt dann, man weiß, dass Titanic berühmt war für einen Song oder sowas. Ne? Das ist klar. Und es gibt immer die Dinge, die aus den Filmen rauskommen. Mhm. Aber das Eigentliche der filmischen Wahrnehmung ist ja dieses Verschmelzende, also das Sich-Einlassen. Mhm. Ja, also wir können als FilmemacherInnen nicht gegen das Publikum arbeiten. Wenn das Publikum nicht mitmacht und nicht den Vertrag mit uns abschließt, dann wird es nichts. Das ist auch echt irritierend, als jemand, der an Filmen mitgearbeitet hat, das zu erleben, was im Publikum manchmal passiert. Nicht unbedingt ablehnungsmäßig, sondern die lachen an Stellen, die nicht geplant waren oder die stellen Fragen, wo du denkst, ey, habe ich euch doch erklärt? Mhm. Ja, und das Publikum macht sehr stark sein eigenes Ding und das muss man sehr stark ein bisschen demütig
zu akzeptieren lernen, aber muss gleichzeitig auch natürlich lernen, umso klarer zu kommunizieren. Mhm. Und ich glaube, das ist eben auch schon wieder, ich habe deine Frage vergessen, aber ich glaube, das hat viel mit euch zu tun. Mhm. Ja, ich hab den Eindruck gehabt, du warst an der Frage dran, mhm. ist gut. Ich habe aber so zwei Spuren von dem, was du jetzt gesagt hast und auch davor, würde mich noch interessieren. Das eine war mit den Ohren des Publikums hören, ohne das Publikum zu kennen. Das ist eigentlich ein Paradox. Ja? Natürlich, das ist irgendwie ein Paradox, aber gleichzeitig ist das eben die Aufgabe, die ich als, also beim Film ist es ja so, wenn ich als Komponist da reinkomme, dann bin ich der Vorsteher eines Gewerks. Ja, sozusagen in so einer Unternehmensstruktur bin ich einer der Direktoren, aber eben nicht der CEO. Ja, das ist der Regisseur. Und oder die Regisseurin. Und ich verantworte aber dann meinen Bereich und muss da eine Gesamtverantwortung übernehmen. Und das ist jetzt vielleicht ein bisschen merkwürdig, dass ich mit diesem Schlenker da reinkomme, aber es ist eben so, dass das sehr viel mehr ist als nur schöne Musik machen. Es ist eine Konzeption herstellen, es ist ein Briefing entgegennehmen, es ist eine Verständigung darüber, was wir wollen, wie weit wir gehen, wen wir wie berühren wollen und können und dürfen und wo Grenzen sind. Und das hat so viel mit dem zu tun, was ihr hier verhandelt. Mhm. Ja, also wenn man so eine Trance-Situation, so eine Hypnose-Situation einfach miterlebt, und da gab es ja hier Gelegenheiten zu, dann ist es einfach so, dass ich da sitze und erstens wahnsinnig berührt bin, was vielleicht ein bisschen Teil meiner Profession ist, dass ich mich sehr einlasse dann in so einem Moment, und zweitens, dass ich sehr genau beobachte, wie kleinstteilig und hochempathisch da ein Prozess stattfindet, der mit Zuhören, mit sich einlassen, mit Abholen und mit Verbalisieren, also mit Übersetzen zu tun hat. Mhm. Ja? Also mit Spiegeln. Und ich muss als Komponist auch immer etwas spiegeln. Und wenn ich das irgendwie hinkriege, habe ich eine Möglichkeit, eine Kommunikation herzustellen mit einer Gruppe, die ich natürlich nicht kennen kann. Selbst wenn wir einen Film für eine Zielgruppe machen, wissen wir nicht, wer letzten Endes vor dem Fernseher oder im Kinosaal sitzt, ob da überhaupt jemand sitzt. Mhm. Und deswegen ist ein Teil meiner Verantwortung eben da, dass ich generalisieren können muss. Also ich muss abstrahieren können und ich muss überlegen, wie weit kann ich gehen in der Komplexität, wie niederschwellig muss der mindestverständliche Anteil sein, solche Dinge. Und ich sage das jetzt alles so, weil das ein bisschen meine Perspektive auf das Ganze ist. Ich analysiere halt stark und bin auch in der Lage, das in Worte zu fassen. Ich habe aber bei diesem Kongress, den ich mitgeleitet habe und wo ich einfach Dutzende, wenn nicht Hunderte von Interviews geführt habe, festgestellt, dass es Kollegen gibt, die das wahnsinnig gut können, aber überhaupt nicht in Worte fassen können, die das eben ganz stark intuitiv machen und kein bisschen schlechter natürlich deswegen. Ja, das heißt, auch alleine schon das analytisch runterbrechen zu können und beschreiben zu können, ist was einen Unterschied macht. Es gibt ja in der psychotherapeutischen Beraterinnen-Szene auch immer die Diskussion, wie viel Theorie braucht es? Brauchen Theorie nur die Leute, die sich sozusagen im Gängelweg holen müssen, und die anderen können es praktisch gut? Ja. Also ehrlich gesagt, da habe ich eine klare Haltung zu. Es gibt ja in meiner Welt der Musik, gibt es ja immer so die Leute, die wahnsinnig lustig darauf antworten, wenn man sie fragt, was sie gelernt haben. Dann sagen sie Rock'n'Roll Highschool oder Schule des Lebens oder solche Dinge und implizieren damit, dass es gibt auch so eine Phrase, dass wenn du studiert hast, du dabei ja das Eigentliche verloren hast. So, ja. Das ist natürlich totaler Schwachsinn. Wer etwas ernsthaft studiert, geht ja genau an den Punkt, wo er das dann anschließend so beherrscht, dass er nicht mehr drüber nachdenken muss. Ja? Und genau den Punkt will ich ja erreichen. Ich will ein ganz, ganz hohes Niveau in meiner Durchdringung erreichen, und zwar so, dass ich dann loslassen kann. Eine andere Spur habe ich gefunden. Vorhin habe ich ja angekündigt, komme ich noch hin. Du hast einerseits von auch Distanzgewinn gesprochen, und das andere war, den Fachbegriff habe ich vergessen, also reinziehen, da hast du ja Fachbegriff. Immersion habe ich gesagt. Immersion, das ist ein Begriff, der wird im Games-Bereich im Moment stark verwendet. Früher hätte man Involvement gesagt, aber das Einlassen ist der Prozess, der das ermöglicht. Und das Einlassen, das muss man aber ein bisschen unterstützen, indem man zum Beginn des Films Angebote macht. Mhm. Also es gibt eben diesen Begriff, den Vertrag mit dem Publikum schließen. Mhm. Und das heißt, ich gehe dann, also da gehe ich schon in eine Haltung der Demut ein bisschen, weil ich einfach nicht unterstelle, dass ich dem Publikum etwas vor die Füße werfe und es frisst oder es stirbt, sondern das muss mitmachen, habe ich ja vorhin schon gesagt. Und deswegen muss ich am Anfang auch meine Mittel offenbaren.
Und das Interessante ist, dass je fantastischer ein Film ist, also je fantastischer die erzählte Welt ist und je mehr sie weg ist von unserer realen Welt mit den Smartphones und mit dem Verkehr und mit der Umweltverschmutzung und was auch immer man gerade an Stress mit ins Kino gebracht hat, das alles führt dazu, dass man in einer fantastischen Welt erstmal diesen Abstand zu der Realwelt schaffen muss und Leute reinziehen muss. Mhm. Und ich glaube, dass das natürlich in der Struktur sehr viel mit einer Transinduktion zu tun hat. Nochmal Distanzgewinn, du hast gesagt Schutz. Ja. Wie stelle ich mir das vor, dass sozusagen, das sieht ja auch aus wie ein Paradox oder wie ein scheinbarer Widerspruch. Welche Rolle hat der Distanzgewinn, warum braucht es das und wie macht man das? Dafür habe ich eine ganze Menge Beispiele dabei gehabt. Bei meinem Vortrag am Donnerstag habe ich geendet mit einem Beispiel, wo genau diese Grenze durchbrochen wird, dass nämlich die Musik eine Schutzfunktion bildet und dann hört sie auf und plötzlich ist man in der Unmittelbarkeit. Gestern in meinem Workshop haben wir als letztes Beispiel in den Film The Thin Red Line, der schmale Grat von Terrence Malick, reingehört und geguckt. Und da ist es so, das ist ein ganz, wirklich sehr, sehr brutaler Film über Krieg, der aber gleichzeitig nicht einen einzigen Moment hat, der affirmativ ist. Also der sagt, jetzt geben wir es ihnen und jetzt haben wir den Helden hier, der zieht mal richtig durch oder so. Mhm. Sondern ganz im Gegenteil ist das Ganze wie ein Requiem gestaltet und du hast die ganze Zeit so musikalische Glasglocken über diesen Wahnsinnsszenen. Du guckst den Leuten dabei zu, wie sie verloren sind in diesem Krieg und du bleibst auch nicht bei einem, sondern das ist ein Kollektiv, was scheitert, was nicht gewinnen kann, weil es keine Option ist. Allenfalls kann jemand überleben und der ist danach kaputt. Ja, ist also wirklich entsetzlich, das ist auch ein bitterer Film. Aber gleichzeitig mit einer ganz klaren humanistischen Haltung, die ganze Zeit die Frage, und zwar auch explizit die Frage aufwirft, wie das eigentlich sein kann, dass die Menschen die schlimmsten Monster in dieser Natur sind. Mhm. Was wir uns eigentlich die ganze Zeit antun da. Und die Musik ist an der Stelle so, dass sie ganz, ganz lange Bögen schlägt, 13 Minuten zum Teil, während wir also so einer Schlachtszene oder einer Kampfszene folgen, haben wir einen ganz großen Zusammenhang, der eben nicht dieses epische Erzählen mit sich bringt, was sagt wir, jetzt beginnt die Schlacht und jetzt kommt der Höhepunkt, sondern der das eher in so einer Gleichmut, aber auch mit einem Abstand betrachtet und sagt, ist scheiße. Mhm. Darüber sollten wir uns auch klar sein. Mhm. Ja? Mhm. Und das ist das ist ein Schutzraum. Das ist ein ganz klarer Schutzraum, der da geboten wird, der möglicherweise auch den Zugang vielleicht vereinfacht zu etwas, was traumatisierend war in der eigenen Vergangenheit. Jetzt bin ich Laie an der Stelle. Das ist ein Angebot, das zu überlegen. Ja? Mhm. Also, weil das maße ich mir nicht an, jetzt therapeutisch zu argumentieren. Aber ich könnte mir vorstellen, dass aus meiner Beobachtung und meiner Gestaltung von Filmrezeption das eben in therapeutischen Ansätzen funktionieren könnte. Und ich habe viel positives Feedback auf diese Idee bekommen in den letzten Tagen. Ja, mhm. Und diesen Schutzraum zu gestalten innerhalb der Filmwelt, aber ganz klar als Schutz, der jenseits der Filmwelt funktionieren muss, sonst taugt der nicht. Das ist eines dieser Angebote, die mir wichtig waren, einfach mal in Worte zu fassen, weil wir hier in Deutschland oder überhaupt im deutschsprachigen Raum einfach ein ganz großes Problem im Umgang mit solchen kulturellen Gütern haben. Wir haben uns nämlich verboten, über die Gänsehaut zu sprechen und über die Lust und über die Sinnlichkeit und über die Körperlichkeit dessen, was da passiert. Und wenn wir Rezensionen solcher Filme lesen, dann sind es Texte, die reden von Texten. Also Film ist dann Text. Ja, Thesenpapier. Mhm. Und das ist natürlich totaler Schwachsinn. Also solche Filme machen ja eine Welt auf, in der wir schwitzen, in der wir leiden, in der wir Körperreaktionen haben, aber über die wird nicht Rechenschaft abgelegt. Mhm. Und das ist mein Anliegen, das zurückzuholen und ein bisschen darüber zu sprechen, dass wir so viel haben, was letzten Endes Zugang ermöglicht, was vielleicht auch ein bisschen Moderation, Mediation ermöglicht, also gemittelte oder niederschwellige Zugänge. Und was insbesondere auch, wenn man das ernst nimmt, was ich mit dieser Glocke meine und mit der Schutzfunktion, die Möglichkeit erlaubt, jemanden in etwas reinzuholen und entweder geschützt oder aber eben ohne diesen Schutz wieder rauszulassen. Das kann man nämlich künstlerisch entscheiden, das so zu machen. Das Beispiel, was ich in dem Vortrag gezeigt habe als letztes, hat eben den Schutzanschluss aufgehoben. Ja. Genau. Ja, das war auch durchaus, hat auch polarisiert hier, ob man das auf der großen Bühne hätte machen sollen. Ich glaube, dass ich das aus meiner künstlerischen Perspektive machen musste, ja, um das zu zeigen. Aber das ist natürlich hart. Das Leben ist manchmal hart. Ja, genau. Und davon will ich erzählen. Ja. Vielleicht noch eine
persönliche Frage, ja, ist vielleicht falsch, aber wir sind beim Thema Angst. Gibt es etwas, wovor ein Filmmusiker oder Film- und Hörspielmusiker Angst hat? In seiner Profession? Zeit haben wir noch? 2 Minuten. Nein, es ist tatsächlich so, dass in der Welt der Filmmusik es so eine Weisheit gibt, die besagt, dass bevor du nicht gefeuert worden bist, du nicht zum Club gehörst. Das passiert allen, also auch John Williams und Hans Zimmer und so. Ja? Also manchmal geht es nicht, manchmal funktioniert es nicht. Man kommt nicht zueinander. Und das wird dadurch erschwert oder verstärkt, dieses Moment, dass am Schluss der Filmproduktion, also das ist ja ein sehr langer, über Jahre sich erstreckender Produktionsprozess, und das Letzte, was hinzugefügt wird, ist Sounddesign und Musik. Mhm. Und das Einzige, was man dann noch anfassen und austauschen kann, ist die Musik. Und die tauscht man aus, indem man die Person austauscht. Mhm. Und das ist natürlich angstbesetzt, weil in dieser Welt, in der ich da unterwegs bin, jedes Scheitern in der Sache sofort ganz schnell zu einem persönlichen, individuellen, künstlerischen Scheitern wird. Und das muss man erstmal verklappen. Ja, das ist garantiert ein Angstthema. Und natürlich, da habe ich weniger Angst vor, als vielmehr Verantwortungsbewusstsein, achte ich sehr behutsam drauf, wie weit ich gehe. Ja, manchmal weiß ich, dass ich weit gehen muss. Und trotzdem gibt es immer den einen Punkt, wo ich weiß, stopp. Ja, also das kannst du jetzt vielleicht nicht mehr zumuten. Mhm. Und vielleicht muss man manchmal dann auch in der Diskussion im Team überlegen, ob man vielleicht gerade über diese eine Grenze noch gehen muss, aber danach Schutz einrichten muss oder so. Und das sind dann eben genau die Fragen, die offenbaren, dass Musik eben nur ein komplementäres Gestaltungsmittel dieser Kunst ist, dieser Filmkunst oder auch der Hörspielkunst, und dass es da um sehr, sehr viel mehr geht und dass deswegen auch manche Frage, die wir uns stellen, und auch vor der kann man Angst haben, nämlich ob die Musik eigentlich schön genug ist, ja, oder ob sie genug Töne in der Melodie hat. Und also jetzt haben wir gerade die Situation, dass im Westen nichts Neues einen Oscar für die Filmmusik gewonnen hat, ein deutscher Komponist, Volker Bertelmann aus Düsseldorf, und der hat ein Dreitonmotiv für diesen Film. Und es hat eine unglaubliche Macht, also akustisch, von der Energie, von der akustischen Energie her und aber auch von der Klanglichkeit ganz großartig gemacht. Und da ist so viel mehr drin als die 3 Töne, die man in Noten aufschreiben kann. Aber es gibt so viele Leute, die jetzt hingehen und das als Text beschreiben wollen. Und die gehen dann hin und sagen, das sind jetzt 3 Töne, was soll ich denn damit? Ja? Und da geht all das verloren, über das ich die ganze Zeit geredet habe. Ich bin froh, dass du darüber geredet hast. Ich bin froh, dass du zum Hypnotalk gekommen bist. Und ich glaube, ich kann stellvertretend sagen, ich bin froh, dass die Milton Erickson-Gesellschaft dich eingeladen hat. Solche Perspektiven braucht es, um einfach weiterzukommen und noch viel mehr zu lernen. Matthias, ich freue mich. Danke. Vielen Dank. Danke dir.